Super Genauigkeit, Jungs. Ja, yeah. Sieht gut aus, Kapitän. Leider ist gut nicht gut genug. Oh, komm schon, Coach. Coach, wir waren total klasse. Oder? Seht euch mal das an. Oberst von Push-Up, Sie haben Hydra gerade in Ihrem Heimgewässer fertig gemacht. Wie haben Sie das geschafft? Johann Ubers Winkzeichen im Mittelfeld waren fantastisch. Torschüsse waren unaufhaltbar. Und niemand kann an unserer neuen Waffe vorbeikommen. Dem Mängler. Sind Sie sicher, dass Sie nächste Woche dasselbe gegen die Superstrikers durchführen können? Das Fortress-Stadion ist vielleicht in den Bergen, aber die Superstrikers werden untergehen. Ich bin Lena Long, Football 360. Das war's von mir. Ah, ich fühle mich warm und sehe gut aus. Deshalb habe ich nie leere Koffer. Coach, können wir unsere geheime Trainingsmission nicht irgendwo abhalten, wo es wärmer ist? Ich will, dass ihr alle für die extreme Kälte bereit seid, bevor wir im Fortress-Stadion spielen. Das wird uns nicht helfen, wenn wir nicht an Mängler vorbeikommen. Der Typ ist super gruselig. Scheint, als würde er reagieren, bevor man überhaupt den Ball kickt. Deshalb haben wir das hier. Einen Ball? Dein neuer Plan ist wirklich genial, Coach. Das ist nicht irgendein Ball. Wow. Er hat einen GPS-Chip, um die Geschwindigkeit, den Luftdruck und die Richtung nachzuverfolgen. Wenn ihr den Ball schneller als 100 km/h schießen könnt, könnt ihr den Mängler schlagen. Mann, das ist schnell. Hört nie auf, dran zu glauben. Es ist möglich, Shakes, Mann. Oder, Leute? So ist es richtig, Block. Warte. Superstrikers, hier spricht euer Pilot. Bitte schnallt euch an. Wir haben eine interessante Landung vor uns. Wir können dich hören. Wir sind direkt hier, Oberst. Oberst, ich habe ein GPS-Signal in der Nähe entdeckt. So weit draußen? Anordnung! Ändert den Kurs! Anordnung verstanden. Sanfte Landung, oder, Jungs? Mann, zu sanft. Big Bo, du bist heute Nachmittag Mängler. Na klar, wie ist das? Nicht schlecht. Der Rest von euch, legen wir los. Schneller, Shakes! Na klar, Coach! Komm her! Was? Das sind die Superstrikers. Was machen die denn hier? Anordnung! Lippenlesen! Von allen Eisbergen, auf die sie hätten treffen können, musste es unserer sein? Bla bla bla. Bla 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 bla. Sie sprechen in Codes! Sehr clever! Oberst, das Objekt mit dem Chip bewegt sich! Anordnung! Findet die Quelle des Signals!
Hab ich schon. Lass mich sehen. Ein GPS-Ball? Ich glaube, ich weiß, was die Superstreckers da machen. Von Push-Up. Hätte ich gewusst, dass du zu Besuch kommst, hätte ich sauber gemacht. Na ja, da wäre jetzt der Sinn. Wie wäre ein kleines Freundschaftsspiel? Sehr gerne. Oberst, der Ball hat 115 km/h erreicht. Ha! Es braucht mehr, um den Mängler zu schlagen. Shakes, Mann! Achtung! Ja! Oberst! Dancing Ruster hat den Mängler geschlagen! Was? Anordnung! Schnappt euch den Ball! Anordnung verstanden, Oberst. Das war klasse, Kapitän. Wie hast du das gemacht? Ich glaube nicht, was passiert ist. Wo will er denn hin? Der Ball! Kapitän, warte! Anordnung! Vorbereitet zur Abreise! Los! Schnell, Leute! Zurück in den Jet! Was ist mit Dancing Ruster? Das klären wir später. Aber wenn wir nicht sofort von diesem Eisberg kommen, werden wir alle lange und kalt schwimmen gehen. Komm schon, Kapitän. Spürst du schon die Kälte? Ich werde gerade erst warm, Mann. Zeit, deine Mission nun zu beenden. Keine Sorge, Leute. Ich weiß, wie man ihn aufwecken kann. Oh, Alter! Nein, er ist bewusstlos. Ah! Ah! Alter, du hast ihn umgebracht! Sorry, die Kälte macht unserem Equipment dauernd Probleme. Wird es ihm wieder gut gehen, Doc? Euer Kapitän hat einen ernsten Schock erlitten. Sein Körper ist diese extreme Kälte nicht gewohnt. Leider kann ich nicht sagen, was ihn aufwecken wird.
Er könnte ein paar Stunden schlafen oder... Oder was? Oder eine sehr lange Zeit. Kapitän, wenn du aufwachst, wirst du an diesem fremden Ort sein, ohne lebensnotwendige Sachen. Also überlasse ich dir das hier. Der mächtigste Föhn der Welt. Technische Schwierigkeiten? Ja, Wasserschaden. Keine Sorge. Unser Equipment bei dieser Kälte am Laufen zu halten, hat mir beigebracht, dass man manchmal nur ein kleines bisschen Improvisation braucht. Ziel wiedergefunden. Anordnung. Lippen lösen! Keine Sorge, der Föhntrick funktioniert jedes Mal. Und wie lange wird es dauern? Schwer zu sagen. Aber ich rufe euch an, sobald ich Zugriff auf die Daten habe. Anordnung! Observiro, 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 Observiro! Ich hasse dieses Megafon! Spieltag im Fortress-Stadion, Brenda. Und die Teams wärmen sich auf. Aber ohne Dancing Rasta werden die Super Strikers in der Kälte stehen gelassen, Mac. Ist es das, wofür ich es halte? Aha. Bist du sicher, dass du nicht gesehen hast, wie Rasta diesen Powerkick gemacht hat? Du warst doch direkt dort, Bruder. Achtung! Der Nebel war zu dicht. Ich konnte nicht sehen. Ach, gefrorener Ball, gefrorener Kapitän, gefrorenes Gehirn. Toll. Komm schon. Wir können gerade nichts tun bezüglich des Balls, Shakes. Konzentrier dich auf das Spiel. Gegen die Super Strikers live aus dem Fortress Stadion. Wir haben interessante Teamneuigkeiten, Mac. Dancing Rasta fällt wegen einer mysteriösen Verletzung aus. Und was noch komischer ist, Thor ist nicht in der Startelf von Iron Tank, obwohl er fit ist und spielen könnte. Und der Kampf beginnt. Twisting Tiger dreht sich an Uber, ja, nein, und von All vorbei. Fantastischer Spielaufbau der Super Strikers. Vielversprechenden Position. Hat er Erfolg, wo alle anderen Topstürmer der Liga gescheitert sind? 160 km/h und los! Kann er den Mangler schlagen? Und da ist die Halbzeit. Und die Super Strikers sind nicht näher dran, den Mangler zu schlagen. Dancing Rasta! Dancing Rasta! Ich schätze, sie brauchen Dancing Rasta wirklich, Mac. Aber er ist nirgendwo zu sehen. Dancing Rasta! Dancing Rasta! Dancing Rasta! Ja! Anordnung! Bewege dich aufs Ziel zu! Anordnung verstanden. Hi, Shakes. Hallo, Doc. Ich habe tolle Nachrichten. Alle Daten sind noch intakt. Sind Sie jetzt gerade beim Ball? Nein. Wieso? Nähere mich dem Ziel. Iron Tanks sind hinter dem Ball her. Keine Sorge. Ich bin gleich im Nebenzimmer. Hm? Hey! Lasst mich raus! Ich sag dir, denk nicht mal dran. Oh, nein! Ha! 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 Ha!
Ordnung! Schnapp den Ball! Lass ihn los, Mann! Als mein Arzt verschreibe ich viel Ruhe. Kapitän, es geht dir gut. Oh, alle werden so erleichtert sein. Und du kannst uns sagen, wie du den Mängler geschlagen hast. Klar! Nur noch eine Sache. Schieß los, Kapitän. Wer bist du nochmal? Du wusstest, dass der Ball unsere beste Chance war. Darum wolltest du ihn stehlen. Ja, also es erschien leichter, als Rasta zu stehlen. Tja, du hättest Rasta stehlen sollen. Yeah! Ja! Willkommen zurück, Kapitän. Zurück, Alter. Schön, euch kennenzulernen. Oh, richtig. Shakes hat es mir erzählt. Wir sind Teamkameraden. Das ist eine furchtbare Krankheit. Wie kann jemand mich vergessen? Ich will euch helfen, Leute, aber wie kann ich der Kapitän der Superstrikers sein? Und euch anführen? Also, wenn dich irgendetwas daran erinnert, wer du bist, dann das hier. Danke, Shakes. Shakes, Mann. Hä? Der echte Rasta nennt mich Shakes, Mann. Also, er ist gerade nicht hier, okay? Die Rückkehr ihres Kapitäns selbst von der Seitenlinie aus könnte genau das Zaubermittel sein, das die Superstrikers brauchen. Er sollte seine Magie lieber schnell einsetzen, denn den Superstrikers läuft die Zeit davon. Intensiviert, treibt Johann Huber die Sache ein bisschen zu weit. Du und dein Kapitän sind so ineffektiv wie jeder andere. Shakes, Mann! Was sagt er da? Das ist leicht. Es war Abwärtsdruck. Shakes, Mann. Da ihr Kapitän auf Eis liegt, sehen die Superstrikers ziellos aus. Also, wie lautet der Plan? Stell dich auf den Ball. Brillant! Nein, warte. Das genaue Gegenteil davon. Abwärtsdruck. Drücke den Ball runter und er schießt raus wie eine Rakete. Woher hast du diese verrückte Idee? Dancing Rasta. Welcher Dancing Rasta? Er ist zurück, El Matador. Er hat mich Shakesmon genannt. Ich schätze, wir haben nichts zu verlieren. Außer das Spiel, richtig? Komm schon, Shakes und El Matador, die Zeit läuft ab. Die letzte Chance des Spiels. Kapitän, ihr beide. Teamarbeit, wie immer. Jetzt kommt schon, Leute, gehen wir nach Hause. Ich habe genug von dieser Kälte.
Seht euch das an. Anordnung! Schrubben! Ich hasse wirklich dieses bescheuerte Megafon. Ich schätze, die Leistung von Iron Tank ist etwas untergegangen.